Guten Tag. Guten Tag. Lass mich raten. Du bist der Frank. Frank M. Artens. Genau. Und für diejenigen, die mich noch nicht kennen, also schöne Grüße aus dem Unperfekthaus in Essen, wo ich heute Abend eine Story, kurze Story vorlesen werde, die einige von meiner Fangemeinde da draußen schon kennen. Grüße an meine Fangemeinde, meistens in der Gegend von Göttingen, Nordhausen, teilweise auch in Wien. Schöne Grüße vor allem an Sören, der sich diese Welt Gabikus ausgedacht hat vor etlichen Jahren und mir ermöglicht hat, daran mitzuarbeiten, so dass wir eigentlich diese Welt für unsere Polit-Fantasy-Stories über Jahre hinweg dann weiter gemeinsam ausgebaut haben. Ja, macht mir sehr viel Spaß, diese Geschichten zu schreiben. Ich organisiere auch schon seit einigen Jahren halbwegs regelmäßig Lesungen und habe unterschiedliche Sachen, so sagen wir mal, irgendwie verschiedene Erzählwerke angefangen. Davon sind die meisten eben nicht vollendet und daher auch noch nicht veröffentlicht. Aber ich habe, wie gesagt, diese Lesung organisiert, halbwegs regelmäßig, um das Feedback zu kriegen. Das ist mir auch in den letzten Jahren noch wichtiger geworden als, so diese mittelfristige Perspektive, vielleicht mal was zu veröffentlichen. Ja, und das ist eine andere Welt, also es ist ein anderer Planet, aber auf dem leben halt Menschen und irgendwie auch noch ein paar andere, Kreaturen. Die sind dahin gebracht worden, mehr oder weniger. Also so weniger aus eigenem Antrieb, sondern. Aber das interessiert im Prinzip die meisten nicht so richtig viel. Die beschäftigen sich halt mit ihrem alltäglichen Leben. Und manches ist da halt ein bisschen anders als bei uns, aber vieles ist auch, wie ich immer so sage, dann wieder frappierend ähnlich. Und ich muss eigentlich, glaube ich, gar nicht viel dazu erklären. Also die meisten Leute haben mir gesagt, diese Story steht relativ gut für sich, so auch wenn es im Prinzip der erste Teil von einem als Briefroman angelegten Erzählwerk ist. Also relativ klassisch. Das nennt sich dann mit dem deutschen Titel Der Verlust des Paradieses und das erste Kapitel heißt Zurückgekehrt. Alles klar. Ich lege einfach mal los, ne? Gut. Alles klar. Euch allen viel Spaß. Ne? Also mach Pausen, mach keine Pausen. Wenn du mit mir quatschen willst zwischendurch, sag Bescheid, ne? Ja, genau. Stage is yours. Zurückgekehrt. Willy Ruggio Lester, Jungle Gaze 37C, 01414 Nordbandra Günzel an Severina Itzflecker, Clayfinger Street 46 18373 Jonathan 3.7.97. Liebste Schwester, ohne mich in einer langen Vorrede zu ergehen und auch ohne meine üblichen dummen Witze zu reißen, die dir seit jeher so verhasst sind, will ich dir meinen Bericht über meine Rückkehr nach Bandra zukommen lassen, wo ich insgesamt gut angekommen bin. Du wirst entschuldigen, wenn mein Schreibstil, trotz der Zeit, in der dies der wichtigste Weg für mich war, mit der Außenwelt in Verbindung zu treten, nicht so ausgereift ist, wie du das wohl von deinen studierten Freundinnen und Freunden gewohnt bist. Ich will mir aber Mühe geben. Also, wie war das bei meiner Ankunft in der Honorish Heat Pole? So war's. Am frühen Abend des 19.06. lässt mich der Typ, der mich freundlicherweise mitgenommen hat, aus seinem Autowagen an einer Biege, wo er sofort wendet und zurückfährt. Er wünscht mir noch viel Glück bei dem, was auch immer ich vorhaben mag,